Emma, Norman und Ray sind Waisenkinder. Sie haben ihre Eltern zwar nie kennengelernt, das hält sie aber nicht davon ab, ein glückliches Leben zu führen. Denn zusammen mit anderen Waisen leben sie im Gracefield House. Hier fehlt es ihnen an nichts. Sie haben zu essen, bekommen eine hervorragende Schulbildung und vor allem werden sie geliebt. Isabella ist für alle Waisen ein Mutterersatz und gibt wirklich ihr Bestes, dass sich alle Kinder wie in einem echten Zuhause fühlen. In Gracefield House wird viel Wert auf körperliches und vor allem geistiges Können gelegt. Alle Kinder unterziehen sich schwierigen Tests, die ihre Intelligenz ermitteln. In diesen Tests schneiden unsere drei Hauptcharaktere immer am besten ab. Da haben wir zum Beispiel Emma. Sie ist eine frohe Natur und kümmert sich liebevoll um die jüngeren Kinder im Waisenhaus. Familie ist ihr einfach besonders wichtig und sie gibt in den Tests ihr Bestes, um selbst in einer tollen Familie unterzukommen, wenn sie Gracefield House verlässt. Alle unsere Hauptcharaktere sind 11 Jahre und haben damit noch ein Jahr, bevor sie das Waisenhaus verlassen müssen oder adoptiert werden. Bessere Testergebnisse sind interessant für bessere Familien. So einfach ist das. Norman ist rational und erreicht bei jedem Intelligenztest die volle Punktzahl. Hinter seiner rationalen Kühle steckt ein einfühlsamer junger Mann, dem viel an den anderen Waisen liegt. Dann ist da noch Ray, der Skeptiker. Wenn Emma die Sonne ist und Norman der Mond, ist Ray Dunkelheit. So zumindest beschreibt es der Schöpfer von Promised Neverland, Kaiju Shirai. Ray hinterfragt alles und jeden, aber auch er stellt seine Freundschaft zu Emma und Norman an vorderste Stelle. Manche Waisen erreichen nicht so hohe Testergebnisse wie Emma, Norman oder Ray. Diese Kinder werden teilweise schon früh adoptiert, aber natürlich von nicht so guten Familien. So zum Beispiel die 6-jährige Connie, die direkt zu Beginn von Promised Neverland adoptiert wird. Connie liebt nur ihr Stofftier Little Bunny mehr als Emma und Mutter. Deshalb ist sie zu gleichen Teilen traurig, Gracefield House zu verlassen und froh, adoptiert zu werden und die Außenwelt zu sehen. Keines der Kinder hat jemals das Gelände des Waisenhauses verlassen, obwohl nur ein kniehoher Zaun das Gelände begrenzt. Aber weil in Gracefield House alles so wunderbar ist, haben die Kinder gar keinen Grund, es zu verlassen, bevor sie adoptiert werden. Als Connie Gracefield House verlässt, vergisst sie ihr Stofftier. Emma findet Little Bunny und gemeinsam mit Norm beschließt sie verbotenerweise, zum Eingangstor von Gracefield House zu gehen und Connie das Stofftier zurückzugeben. Schließlich soll Connie Little Bunny nicht zu sehr vermissen. Tatsächlich sehen Emma und Norman das Eingangstor zum ersten Mal überhaupt offen und dahinter einen Truck. Und auf diesem finden sie Connie. Connie ist tot. Plötzlich hören die beiden Stimmen, verstecken sich unter dem Truck und sehen Monster. Diese Monster sprechen darüber, wie gerne sie ein Stück von Connie essen würden, aber Premiumfleisch ist nur mal für die Reichen vorbehalten. Gracefield House ist eine Farm für besonders wertvolles Fleisch. Menschenfleisch. Connie ist nur ein Snack. Die wirklichen Leckerbissen sind die drei Elfjährigen mit besonders hohen Testergebnissen. Damit nicht genug. Mutter kollaboriert mit den Monstern und sie stimmt zu, Emma, Norman und Ray für die nächste Lieferung vorzubereiten. Entsetzt über das, was sie gesehen haben, beschließen unsere Hauptcharaktere von Gracefield House zu fliehen. Und zwar mit allen Waisenkindern gemeinsam. Das war nur das erste Kapitel von The Promised Neverland. Es folgen 182 weitere. Ihr wisst ja, dass ich Manga und Anime liebe und alle 20 Bände von Promised Neverland haben einen besonderen Platz in meiner Bibliothek. Wenn ihr übrigens wisst, aus welchem Manga mein Shirt stammt, schreibt es mir mal in die Kommentare. The Promised Neverland ist zu gleichen Teilen düster und hoffnungsvoll, aufregend und herzerwärmend. Es bricht mit den üblichen Tropes von Shonen-Manga, Dragon Ball und Naruto und so, weil die Hauptcharaktere eben keine Superkräfte haben und sie werden auch nicht stärker. Es sind Kinder, die mit ihrem eigenen Skillset versuchen, die Probleme zu lösen, die ihnen eine unbarmherzige Welt aufdrängt. Vor allem aber ist The Promised Neverland eine Parabel auf unseren Umgang mit Nutztieren. Und das hilft uns umzudenken. Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man einen unglaublich tollen Film gesehen hat, dass man danach erstmal sitzen bleiben muss, die Gefühle und die Bilder, die Gedanken sortieren muss, bevor man überhaupt was anderes machen kann. Und das hat The Promised Neverland unter anderem bei mir auch ausgelöst. Nach der letzten Szene konnte ich nichts anderes machen, weil hier drinnen hat es unglaublich gerattert und ich hatte auch hier so ein unglaublich bedrückendes Gefühl gehabt. Und ich konnte nicht sagen so, weswegen habe ich denn geweint? War ich unglaublich happy für die Kids oder habe ich jetzt geweint, weil diese Umstände in dieser Welt einfach so traurig sind? Aber irgendwie war da auch dieses Fünkchen an Hoffnung da. Und das hat mich dazu wirklich gebracht, dass ich nicht nur meine Ernährungsweise hinterfragt habe, sondern auch die Art und Weise, wie ich als Filmschaffender, auch kreativer Mensch an meine Werke rangehen möchte. Also jetzt einerseits bezüglich Ernährung habe ich mir gedacht, so ja, wenn ich jetzt Fleisch konsumiere, ich kann jetzt nicht komplett sagen, dass ich mich komplett pflanzlich ernähre, aber wenn ich etwas Tierisches konsumiere, dass ich das viel, viel bewusster mache. Und vor allen Dingen ist es ein Anime. Ein Anime hat mich dazu gebracht, dass ich mich mehr mit meinem Konsum auseinandersetze. Und das hat mir dann nochmal
die Hoffnung gegeben, weil als kreativer Mensch und als filmschaffender Mensch möchte man ja den Zuschauern einen Mehrwert bieten, eine Message mitgeben. Und ich habe mir ganz oft gedacht, so ja, die Leute, die holen sich eh durch Dokumentationen, durch Lehrfilme, durch Reportagen irgendwie ihre Infos. Man kann es auch durch Geschichten machen. Also auch Geschichten können einen so sehr beeinflussen, dass man seine Art zu leben oder Art zu konsumieren hinterfragt. Und deswegen ist The Promised Neverland auch in der Hinsicht so Storytelling-mäßig für mich ein Vorbild, wie ich gerne meine Sachen gestalten möchte. Dass es die Menschen einfach anregt, nachzudenken, ohne dass ich irgendwie meinen Zeigefinger hochheben muss. Der Perspektivewechsel in die Sichtweise der Schlachttiere, also der Kinder in diesem Fall, der ist schon hart und effektiv, aber dabei bleibt die Serie nicht. Wie etwa bringt Mutter es unter einen Hut, die Waisenkinder mit Liebe und Fürsorge aufzuziehen und dann zum Töten abzugeben. Natürlich ist der erste Gedanke bei uns, dass sie einfach ein Monster in Menschengestalt ist, wörtlich oder im übertragenen Sinne. Also, dass sie alle Gefühle für die Waisenkinder nur spielt und ausschließlich berechnend ist. Das ist ja der gleiche Vorwurf, den Landwirte hören, die beispielsweise Schweine oder Rinder aufziehen. So einfach ist es aber nicht. Mutter war selbst ein Waisenkind und versuchte von ihrer Farm zu fliehen. Erfolglos. Ihre Mutter offenbarte ihr, dass es nur einen Weg gibt, nicht gefressen zu werden, indem man selbst eine Mutter wird. Isabella, unsere Mutter aus Gracefield House, hat genau diesen Weg gewählt und für sich beschlossen, eine ausweglose Situation so gut wie möglich zu gestalten. Sie kann die Kinder nicht retten, daher bereitet sie ihnen das bestmögliche Leben und schaltet dann ihre eigenen Emotionen ab, wenn es Zeit für die Ernte ist. Mutter betrachtet ihre Arbeit als Opfer und rechtfertigt so, dass sie nicht aus dem System auszubrechen versucht. Das ist erlernter Hilflosigkeit in reiner Form. Und das ist auch keine Entschuldigung für Mutter und auch nicht für die Landwirte. Aber es schafft Kontext und hilft uns als LeserInnen zu argumentieren, wenn wir Beweggründe verstehen. Das ist das wirklich Geniale. Promised Neverland schafft es, ein alltägliches Thema, das wir alle kennen, in ein fantastisches Setting zu übertragen und uns so einen frischen Blick auf bekannte Probleme zu ermöglichen. Nur weil es hier um klar böse Monster als Kontrahenten geht, können wir die Seite des Farmfleisches einnehmen und deren Gefühlswelt erforschen. Aber sind die Monster wirklich so böse? Lest das Manga oder schaut das hervorragende Anime auf Netflix. Denn die eigentliche Frage im Kern von Promised Neverland ist folgende. Warum meinen die Monster, dass sie Menschenfleisch essen müssen? Und gibt es dafür vielleicht Alternativen? Die Serie greift also wirklich knallhart moralische Themen auf. Und das wirklich Faszinierende daran ist, dass es dem Autor überhaupt nicht um Moral geht. Shirai hat in einem Interview gesagt, dass es ihm nicht darum geht, moralische Fragen zu beantworten. Er möchte lediglich eine unterhaltsame Geschichte entwickeln, in der sich die Charaktere sinnvoll entwickeln. Das war jetzt zweimal entwickeln. Ihr versteht, was ich meine. Das ist nämlich der springende Punkt. Wie würde ein Tier handeln, das nicht geschlachtet werden möchte? Die Antwort darauf hat nichts mit Moral zu tun. Es ist einfach nur menschlich nachvollziehbares Verhalten. Ich finde, The Promised Neverland ist der Beleg dafür, dass Mitgefühl die einzig logische Konsequenz aus Fleischproduktion ist, wenn wir all unsere Vorannahmen und fertigen Meinungen mal beiseite schieben. Einen frischen Blick auf bekannte Probleme bekommen wir am besten, meiner Meinung nach, durch fantastische Fiktion, durch Kunst. Und da spielt Promised Neverland ganz vorne mit.